Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Freusen80 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch. Und endlich habe ich sie eigentlich alle bei mir, und zwar die Iron Man Trilogie Steelbooks von Zavi. Juhu! Und das war wieder eine Odyssee des Zollganges, sage ich mal wieder hier. Denn es war wieder alles unterschiedlich. Iron Man 1 musste ich zum Zoll gehen. Auch beim zweiten Teil musste ich zum Zoll gehen, und beim dritten, da musste ich nicht zum Zoll, denn da konnte man an der Haustür zahlen. Also wie gesagt, bei Zavi ist alles etwas unterschiedlich. Einmal muss man zum Zoll, einmal nicht. Einmal muss man nichts zahlen, einmal muss man was zahlen. Ja, natürlich etwas blöde. Ich bin auf jeden Fall froh, alle Iron Man Lenticulars, die Books auch von Zavi in meiner Sammlung zu haben. Endlich. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten an, nämlich mit dem hier. Und eigentlich hat es ja geheißen, ist eine Setbox exklusiv Steelbook und es gibt es nur in der Setbox und nirgendwo anders. Ja, und schon wurde hier aber eine Verarsche festgestellt, denn jetzt konnten wir es auch nochmal wieder einkaufen. Und dachten wir, okay, jetzt schlage ich zu, denn das Steelbook schaut richtig cool aus. Lenticula, ihr wisst ja, bei Zavi, die Dinger sind etwas immer so ein schwach. Auch denke ich, bei dem wird es auch so sein, auch bei anderen zwei noch. Aber egal, ich finde einfach die Filme einfach cool und natürlich muss auch noch dieses Steelbook auch noch her. Ja, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Teil. Und hier eben bei Iron Man 1 ist nur eine Ein-Disc dabei und nur mit geschnittenen Extended Szene dabei und mehr nicht. Als Bonusmaterial. Der Film geht 126 Minuten und hat leider keinen deutschen Ton. Englisch und Italienisch ist drauf, aber keinen deutschen Ton. Ja, das Steelbook finde ich richtig cool bis jetzt. Wir machen einfach mal auf und schauen uns mal genauer an, wie es denn innen ausschaut. Über die Filme, ganz ehrlich, muss man immer viel erzählen. Sind für mich einfach geile Filme, kann man alle immer wieder angucken. Den dritten finde ich am schwächsten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich mache einfach mal auf. Und wir haben hier eine Banderole außenrum, die man abziehen kann. Jawolski, sehr cool. Und das Lenticular passt irgendwie nie wirklich. Weil zumindest ist immer beim Versand immer schief drauf. Aber hier eben jetzt mit dem richtig draufgeklebten oder drauf magnetisierten Lenticular-Bild. Gefällt mir richtig gut. Aber ihr seht schon, der Lenticular-Effekt ist wieder völlig für den Arsch. Also da ist wieder fast nichts zu sehen. Ich mache mal runter. Also es bewegt sich noch ein bisschen leicht hin und her. Aber so wirklich ein Effekt ist da nicht zu sehen. Sehr schade, auch wieder wie hier ein sehr dünnes Lenticular. Dafür das Steelbook schaut richtig geil aus, mit einer Iron Man Prägung hier, wie man sieht, und auch eine Rahmenprägung. Das gefällt mir richtig gut. Und natürlich hier neben dran noch der Iron Man Schädel, schaut richtig cool aus. Und dann machen wir mal das Steelbook auf. Und innen drin befindet sich wie immer eine blaue, hässliche Blu-ray-Disc von Zavi, wie man es kennt, oder zumindest aus Großbritannien kennt. Und hier dann noch ein Innendruck mit dem Herzstück vom Iron Man. Gefällt mir richtig gut. Ja, und hinten drauf eben dann der Tony Stark. Und nochmal Iron Man hier zu sehen. Sehr cool. Und wenn man es aufklappt, ergibt es ein Bild, wo man halt eben den Iron Man und den Tony Stark zusammen sieht. In der Mitte eben noch im Spine Iron Man. Und oben drüben noch ein kleines Marvel-Logo. Wie gesagt, das Steelbook gefällt mir richtig gut, ist eher matt gehalten und gefällt mir richtig, richtig gut und passt auch wunderbar in meine Sammlung mit rein. Ja, das war Iron Man 1 und wir machen dann gleich mal weiter mit dem zweiten Teil. Ja, machen wir so, dann kann man den hinstellen, sonst fällt es mir irgendwie um. Ja, hier der zweite Teil, auch ein cooler Film, muss ich ganz ehrlich zugeben, gefällt mir sehr gut. Auch dieser Film hat nur eine Disc, aber hier gibt es einiges an Extras dabei und die halte ich euch mal in die Kamera rein. Und aber, nein, auch der zweite Teil, auch keinen deutschen Ton, nur Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Der Film 124 Minuten und natürlich auch ein lustiger Film hier mit, na, wie heißt der? Ja, Mickey Rourke mit dabei. Und ja, sehr geil. Wir machen auch mal hier das schöne Steelbook auf. Die Preise natürlich von den Marvel Steelbooks von Zavi kann man sich natürlich wieder streiten, ob das sich lohnt oder nicht lohnt. Ich finde sie trotzdem sehr cool.
Auch hier kann man es wieder abziehen und auch hier ein richtig geiles Motiv. Und hier auch Lenticular im Effekt ist eher wieder mau gehalten. Vorher eben der Ironman drauf. Und ich mache mal kurz ab und dann schauen wir uns das mal genauer an. Und ihr seht hier schon, auch hier ist eine ganz geringe Änderung im Bild zu sehen. Also auch wirklich wieder sehr schwach, sehr schade. Dafür ist Steelbook wieder richtig geil. Ironman 2 hier wieder mit Prägung. Und auch hier eben der Ironman ist eher glänzend gehalten. Auch hier eben dann die Waffe, die leuchtet auch ein bisschen. Also schaut echt steig aus, wie ich finde. Auch die Maßung vom Steelbook gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was mir hier nicht so gefällt, ist eben hier das Bein. Man erkennt ganz schlecht Ironman 2. Aber ansonsten ist es trotzdem sehr cool gemacht. Innen drin ist auch wieder eine blaue Blu-ray-Disc, eben wie immer. Kann man hier streiten. Und hier noch ein Innendruck mit Almen, wo durch die Lüfte fliegt, auch sehr geil. Und hinten drauf, absolut stark, The War Machine. Absolut geiles Teil, hier mit der Minigun oben drauf. Und absolut geiles Teil. Wenn man aufklappt, ergibt es wieder so ein Bild. Schaut sehr cool aus. Und passt echt wunderbar rein, also echt cool. Ja, das war der zweite Teil. Ich mache Lenticular da drauf. Und dann kommen wir gleich noch zum dritten Ironman Steelbook, nämlich Ironman 3, ist klar. Und auch bei diesem Ironman Steelbook ist leider auch kein deutscher Ton enthalten, nur Englisch, Französisch, Russisch. Ja, 5 Minuten 25 Minuten ist für mich der schwächste Ironman-Film. Also mir persönlich, andere finden das super, ich finde eher schwach, aber immer Geschmackssache. Ja, hier ist auch dann die 3D Blu-ray-Disc drin und die Blu-ray-Disc, die Nummer 2D. Also hier ist richtig einiges geboten, diese Disc, und natürlich auch einiges an Specials dabei. Und hier in dem roten Kästchen könnt ihr es euch durchlesen, könnt auf Pause drücken und dann könnt ihr euch mal dann die Bonusinhalte an durchlesen. Ja, das Steelbook ist eben auch wie die anderen auch mit Lenticular versehen. Und das hier kam eben, wie gesagt, an die Haustür, was ich richtig cool fand. Ich dachte mir schon, das kommt gar nicht mehr, denn ich habe auf das Steelbook, glaube ich, jetzt seit 6 Wochen gewartet mal wieder. Also es ist immer eine etwas längere Wartezeit bei manchen Steelbooks und bei manchen nicht. Ja, das Lenticular ist auch wie bei anderen eher wieder schwach gehalten. Wie mir es sieht, ist wirklich sehr gering, ein bisschen erkennen wir es jetzt, aber trotz alledem, es hätte man besser machen können. Ja, ich mache nochmal auf, ab das Magnetteil und dann nochmal hier, seht ihr hier, also hier sieht man es besser als bei den anderen. So schaut es aus und dafür wieder das Steelbook, wieder richtig geil, mit einer Ironman 3 Prägung und einer Rahmenprägung, was mir richtig gut gefällt und hier natürlich dann Tony Stark, wo halt eben hier bei seinen Ironmans steht, im Stark Tower. Cool, cool, cool. Ja, und dann machen wir mal auf. Und da befinden sich eben jetzt die zwei Discs drin. Einmal hier dann die 3D Blu-ray. Und hier dann noch die normale 2D Blu-ray. Immer in Blau. Und dann hier noch ein Innendruck. Auch sehr geil, finde ich richtig stark. Und das Backmotiv ist auch ein sehr geiles Motiv, eben wie er in dem Trümmern steht, zumindest im Wasser steht und die Regentropfen runterfallen. Richtig geil, gefällt mir saugut. Und hier an der Seite nochmal Iron Man 3. Erkennt man hier wieder besser als beim zweiten Teil, aber auch hier sehr schön und passt auch einigermaßen gut zusammen zu den anderen. Ja, das war nun die Vorstellung von Iron Man 1 bis 3. In den Savvy exklusiven Steelbooks und ich bin jetzt auf jeden Fall froh, die drei in meiner Sammlung zu haben. Und die schauen richtig cool aus, machen auf jeden Fall was her. Natürlich hat er keinen deutschen Ton, sind auch etwas teurer, ich glaube 34 bis 35 Euro plus meistens 7 Euro noch Zollgebühren drauf, also sind wir bei 42 Euro, also nicht jedermanns seine Geldanlage, aber ist auf jeden Fall sehr teuer. Aber ich habe trotzdem sehr schöne Steelbooks und lohnt sich auf jeden Fall natürlich. Die Lenticulars hätten wir besser machen können, aber gut. Ja, das war's von der Vorstellung von Iron Man 1 bis 3. Ich hoffe, es hat gefallen. Und jetzt sind wir eigentlich mit den ganzen Marvel Steelbooks eigentlich durch. Wie gesagt, das war ja noch der letzte, was mir gefehlt hat noch, um das zu drehen. Und jetzt sind wir am Ende.
Oder wie man sagen, bis zum nächsten Mal, euer Fäusen 80. Tschüss.